Scheiße, verraucht. Plötzlich ist der Helmut da. Ja. So muss das sein. Und direkt ist Chaos ausgebrochen. Ja, dokumentier mal die Verranzung hier, also was hier wieder los ist, ja. Also das ist ja unglaublich, dieser Ranz hier. Das ist die pure Selbstvergasung wieder. Wo krieg ich nur da anfangen? Gestern sind meine Haare weggelaufen. Was? Gestern sind meine Haare weggelaufen. Ja, ist gut. Jetzt ist da nicht mehr so viel Gewicht dran, was mir mein Kopf hier runterdrückt, damit ich. Jetzt kann ich besser denken deswegen. Ich bin ein Bakterienkopf. Ich habe früher mal eine richtige Schuppenflechte gehabt. Diese tödliche Haut, die von meinem Kopf runtergefallen ist. 33,3. Und das hier, das wiegt 8,7. Genau. 2,5 Kilo. Und dieser Wagen, der wird wahrscheinlich später gemessen. Ja, da geht so mit 6 Kilo raus. Das hat 30 Kilo gehabt. Und der hat 18 Kilo gehabt, das wären dann 48 und der Waage, der wiegt auch nochmal so 6, 7, 8 Kilo. Die Antenne habe ich nicht mitgewogen gehabt, genau, die Jacke auch natürlich nicht. Also das Reingewicht von dem war genau 30 fast, aber ich habe da schon nochmal ein bisschen was geändert. Muss man eh nochmal wiegen. Unser nächster Halt ist Dresden-Neustadt. Der Ausstieg ist noch eine Haltestelle. Zwei. Und dann sind wir angekommen. Bierbauer. So, wir sind hier beim Dresden Hauptbahnhof angekommen. Und jetzt gelaufen wir zur nächsten Straßenbahn oder so. Was ist denn passiert? Oh, wie... Marv ConTV ist angekommen. Ich bin angekommen. Ich bin schon lange hier. Ich bin schon seit 2 Stunden hier. Naja, nicht hier am Bahnhof, aber in Dresden. Guck mal. Guck mal hier. Meine Haare sind von mir weggelaufen. Hast du dir ganz kurz gemacht. Die sind auf den Boden gefallen und sind dabei gestorben. Wir sind in der ranzigen, versifften S-Bahn drin. Und wir fahren jetzt gerade zu dorthin, wo wir gleich jetzt hinfahren. Ich grüße dich, Thomas S. Vielen Dank für deine Donation über PayPal. Ich grüße dich, Schubi. Vielen Dank für das Abschließen einer Stufe 3 Premium Kanalmitgliedschaft. So, jetzt wird das eigentlich Video fortgesetzt. So, wir haben eben gerade jemanden abgeholt und wir sind jetzt hier im Hauptbahnhof wieder zurückgefahren. Und zwar, wir haben ihn hier abgeholt. Ja, das Junge, halt doch mal den Maul, Alter. Weißt du, es sitzt irgendein Fettsack dort in seiner Kamera. In seiner Kammer.
in Sprichtunnel. Das ist ein bequemes Sessel, wo er mit so einem viel zu übertrieben fetten Arsch dort drin rumlungert. Quatscht halt diese Scheiße jetzt hier ins Mikrofon und stört unsere Aufnahme. So, Marvin hat seinen Wagen aus dem Schließfach, der da ganz hinten ist, geholt. Und jetzt gelaufen wir zum nächsten Bahnsteig. Ich bin ein richtiger Mistkäfer. Ich bin ein Dreizack. Aber wisst ihr auch warum? Weil ich alles nehme, was drei Löcher hat. Ja, perfekt. Jawohl. Und jetzt werden die anderen Sackkarren runtergemacht. So, wir gelaufen jetzt im Dunklen durch so ein, wie heißt es nochmal? Hier! Steinboden! Also nicht Steinboden, sondern bei diesem versifften Steinboden. Der geht nach hoch und sowas. Das ist bergauf. Und das schieben wir uns mit unseren komischen Wagen hoch. Ich wäre eine richtige Bazille. Hier, guck mal, mein Selfie-Stick, der ist jetzt endgültig abgebrochen. Und ich habe einen neuen Selfie-Stick in meiner Amazon-Wunschliste reingepackt. Und das ist extrem schade um diesen Selfie-Stick, weil der hat wirklich, glaube ich, 2,5 oder 3 Jahre gehalten. Ja, ich glaube, 3 Jahre hat er gehalten. Und jetzt gelaufen wir nach Richtung Dahlak. Und wir prüfen, ob da ganz hinten, wo wir langlaufen, irgendwelche Wildschweine rumlaufen, die mit ihren Hörnern an mein Ohr rangehen, um ein Stück Gehirn rauszuholen. Seekühe sind da hinten. Ja, Seekühe? Seekühe, glaube ich. Mit oder ohne Zähne? Links 2 Zähne und rechts gar kein Zahn. Das hört sich gut an. Ja. Genau, deswegen aus genau diesem Grund laufen wir dahin. Wir haben gerade einen Fuchs gesehen, aber der ist irgendwie abgehauen. Ich bin ein Spinner. So, wir haben hier eine Schutzhütte gefunden. Das ist natürlich nicht dumm, ja. Eine erweiterte Schutzhütte. Die machen an den Plätzen das Holz weg, ja. So sieht es hier oben aus. Das ist ja alles komplett befreit vom Holz. Fenster. Da muss man da hin besuchen. Von der Leiter. Wir machen jetzt so ein großes Morgen. So. Eine Schutzhütte mit 2 Etagen. Das ist richtig geil. Hier bleiben wir. Hier werden wir heute pennen und ich werde das alles zuschnarchen. Das schwöre ich euch. Und guck mal, was Marvin gefunden hat. Die Toilette ist abgeschlossen, aber vielleicht ist irgendwo noch der Code. Das ist Zeilenschloss. Hier vorne ist eine Toilette. Aber die ist mit Zahlencode abgeschlossen. Ich bin eine Bakterie. Ich
bin eine richtig widerliche Bazille. Ich bin Karius und Baktus. Und ich liebe es, Schmerzen zu verursachen. Aus meinen Augen sprießen Termiten raus. Die können beißen. Die können genauso beißen wie diese Säge. Mama. Mach einen Ring draus. Ich bin eine schnarchende Ratte. Na, das hat zu viele Astlöcher, das spaltet niemals. Ich bin eine verschimmelte Walnuss. Und weißt du auch warum? Weiß ich nicht. Weil eine Walnuss wie ein Gehirn aussieht. Ach so. Deswegen bin ich eine verschimmelte Walnuss. Walnuss? Ja. Und das Lagerfeuer wird vorbereitet. So wird heutzutage Feuer angemacht. So und nicht anders. Das ist die Idee von Ihnen hier. Excellent. Es brennt. Was denn? Excellent. Es brennt. Ja. Es brennt rum. Ja. Das ist Hemelinger aus unserem Bremer Stadtteil Hemelinger. Sehr gutes Bier. Ja, ne? Das ist wichtig. Sehr gut trinken, ja. Ich bin versifft. Das ist mein Standardbier. Ich werde belästigt. Ich werde richtig belästigt. Von diesen komischen. Hier, von diesen ganzen Gasen und sowas. Igitt. Bäh. Rauch, geh weg. Du stinkst. Bäh. Das ist also verraucht. Das ist sogar meine Linse war verraucht. Ekelhaft. So, Wasser ist gekocht. Jetzt wird hier Kaffeesticks getrunken. Und ach so, hier, wir sind wach. Wir haben hier gepennt. In dieser, wie heißt das Ding? Zweistöckige, verranzte Holzhütte. Und guck mal da ganz hinten, da ist dieser Zierstein oder wie das heißt. Der steht da rum. Wir werden da bald hochlaufen. Aber ich werde jetzt erstmal dieses Kaffee trinken, bevor der kalt wird. Ja, ich kann mich jedes Mal wiederholen. Kaffee draußen, dann tust du saufen, ist geil. So, erstmal einen guten Morgen Bier trinken. Geprost. Nee, ja, das kann ich schon so lassen. Gibt's einfach einen. Kannst du hier nochmal neues Wasser reinmachen? Ich bin ein richtiger Biertrinker. Was hast du getrunken? Also, du hast schon Bernd. Ja, die Frauen sind auch so trocken, ey, scheiße. Die Mahnen werden eingeführt. Das ist Reis. Dieser Reis, das wird jetzt, das wird genauso weich gekocht wie mein Kopf. Aber heute Nacht, da haben, wie heißt das Ding? In dieser Hütte, da waren irgendwie keine Spinnen drin. Und das heißt, die sind nicht in mein Ohr reingeklettert und haben ein Stück Gehirn rausgeholt.
Ich bin eine Bazille. Guck mal, Leute, es schneit. Es schneit hier genauso wie mein Gehirn. Und aber noch nicht doll genug. Es sollte noch doller schneien, damit es irgendwo mein Gehirn übertrifft. Diesen eingefrierten Gehirn. Hier, dieser Gehirngulasch Version 3 wird gerade warm gemacht. Der Gehirngulasch läuft aus. Feinster Gehirngulasch. Das ist geschmolzener Plastik. Das Gehirngulasch mit den Maden sind fertig. Die Reismaden. Doch leider bewegen die sich nicht. Denn die Reismaden wurden totgekocht. Die sind tödlich verunglückt. Jetzt ja. Das schmeckt. Das schmeckt. So, da muss man also in Bad Schandau in Dezember werden. Wie heißt das? Ich bin Gurkensender! So, das hier, das war ein Schänder-Video. Ich bin der Gurkenschänder. Und zwar, weil ich ein gestörtes Verhältnis zu Gurken habe. Das war gerade eine Schänder-Aufnahme. Von meiner Perspektive aus. Das hat voll cool geklungen. Achso, gestern ist ja mein Selfie-Stick durchbrochen. Und MarvCon TV, der hat mir seinen Selfie-Stick ausgeliehen. Damit ich weiterhin mit, wie heißt das nochmal? Damit ich weiterhin mit Abstand filmen kann. Das war mir ganz wichtig, weil guck mal hier, wenn wir später da oben auf dem Berg drauf sind, da werden wir die nächste Nacht pennen, voraussichtlich. Dann will ich auf jeden Fall
bessere Aufnahmen machen. So, das hier, das ist dieser Selfie-Stick, der mir gestern abgebrochen ist. Und zwar hier im Kugelkopf. Und ich brauche unbedingt einen neuen Selfie-Stick. Und das heißt, ich muss mich von meinem geliebten Selfie-Stick jetzt verabschieden. Der hat auf jeden Fall lange Zeit treue Dienste geleistet. Ach so, ich habe gestern gekotzt. Und zwar aus der Nase raus. Das war richtig widerlich. Und zwar nicht wegen der Biermenge. Die Biermenge war gewöhnlich. Aber ich habe viel zu viel verschiedene Biere getrunken. Und deswegen habe ich gekotzt aus der Nase. Das ist richtig räudig. Bäh. Igitt. Das ist sehr ekelhaft. Das ist richtig widerlich. Bah. Pfui. So, die Sachen sind gepackt, vollständig. Die Hütte ist aufgeräumt. Und jetzt? Wanderung Tag 2 Start kommt. Wir sind losgelaufen. Und ich bin ein dreckiger Froschgesicht. Ich bin so ein richtiger Froschkopf. Ich bin eine dreckige Gesundheit. Ich bin natürlich. Ich bin ein Knotenkopf. Holzbalken gefunden. Holzbalken. Noch mehr Holzbalken. Ganz viele Holzbalken. Der Baum ist verstorben. Holzbalken. Holzbalken. Ganz viele Holzbalken. Noch mehr Holzbalken. Holzbalken. Ich wäre ein richtiger Holzkopf. Durch meine Zahnlücke passt ein Stück Zahnpasta durch. Seht ihr das? Ich frage mich, wann ich endlich Löcher in den Zähnen bekomme. Das habe ich, seitdem ich mit dem Rauchen aufgegeben habe, nie wieder gehabt. Und irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist irgendwie ungewohnt, keine Löcher zu haben. So neu und so. Dass die alle so repariert sind. Ich habe sonst immer Zahnprobleme gehabt, aber so richtig, richtig widerliche. Wo mit ganz viel Schmerzen und sowas. Als ich noch Raucher war. Ja, ich bin froh, dass ich die Stiefel habe. So. Jetzt müssen wir hier unsere schweren Wagen nach da ganz oben hintragen. Weil das da ganz oben, das ist der neue Schlafplatz für heute Nacht. Das wird jetzt richtig anstrengend sein, diesen komischen Wagen hier hochzuschleppen. Das sehe ich schon kommen. Das ist ja richtig sportlich, jawohl. In den leichten Sacker. So, mein Wagen ist abgebaut. Marvin trägt die eine Hälfte und ich trage diese schwere Hälfte. Und ich bin sehr gespannt drauf, ob dieser Rucksack schon wieder vom Rücken abreißt. Und weil das ist schon mehrmals passiert, dass der vom Rücken einfach abgerissen ist. Und wisst ihr auch warum? Weil das der billigste Tracking-Rucksack von dieser Größe von ganz Amazon war. Und genau, aus keinem anderen Grund. Deswegen reißt er ständig vom Rücken ab. Oder vom Wagen oder was auch immer. Warte, guck mal, hier ist schon wieder eine angerissene Stelle. Das heißt, das könnte sehr gut gleich abreißen. So, dass ich das schon wieder liebevoll zusammennähen muss. Ich bin eine Bakterie, die einen Berg hochsteigt. Das ist ein Hügel. Ich bin ein Stück Pisswasser, was auf irgendwelchen Flüssen rumschwimmt. Dieser Schaum, kennt ihr das? Das bin ich. Ich bin ein wintertarnfarbener Zwerg, der einen Berg hochläuft. Ich bin ein richtiger Ranz.
Da müssen wir hoch. Es geht immer höher und höher. Und immer steiler und so weiter. So, wir haben es erreicht. Die ersten Sachen sind ganz oben. Und zwar hier, das hier, das ist ein richtiger Vollfettfelsen. Und das hier, hier ist ganz viel Platz unter dem Felsen. Hier werden wir drunter pennen. Das geht bis da ganz hinten rein. So 10 Meter oder so. Das ist unser Schlafplatz für heute Abend. Cool, oder? Und jetzt müssen wir... Na, ich mach kurz Pause und dann... Und dann müssen wir die ganzen restlichen Sachen hochtragen. Gib Wurst. So, da der Schänder im Zelt pennen möchte, werde ich Ihnen hier mein Wurfzelt ausleihen. Und den werde ich jetzt aufmachen. So, der Wurfzelt ist aufgebaut. Danke. Er ist abgesägt und runtergefallen. So, das Feuer ist angezündet, es brennt und das brennt die ganze Nacht, weil wir haben hier Feuerholz schon vorbereitet und genau dieses Feuerstein haben wir hier unter dieser Felshöhle oder was das hier sein soll, gemacht. Und der, genau, hier ist mein Schlafplatz, ich habe den schon aufgebaut, da werde ich drunter pennen, hier unter diesem Fels hier. Hier können ganz viele Menschen drunter pennen. Das ist richtig geil. Hier ist viel Platz. Und man sitzt im Trockenen. Und genau da ganz hinten, da ist dieser Zelt. Es brennt. Es brennt. Es brennt rum. Plötzlich ist der Flötenmann da. Der ist hier angekommen. Er pennt mit uns hier unterm Fels. Flötenmann und Schänder. Flötenmann und Schänder. Flötenmann und Schänder. Stutz mir nicht in die Säule, ich muss in eine alte reinmeißeln. Stuttgart. Du bist der allererste von den Texten. Oder ihr seid die allererste. War clean. Hier. Voll auf Drogen, du lass es heute fliegen. Zeig dir, was du haben willst, dann kannst du es wiegen. Vaterstaat, schau mal, was willst du mir verbieten? Nase links, Nase rechts, Datenkiefer schieben. Ich gebe ihm das und er holt. Zieh ich die Nase, bin ich erholt. Yeah. Jeder schaut aus sich, dicker Pilot, du bist halt nur Minute. Miley Cyrus, gib ruhig du. Dass du noch den Kopf fliegst, sag mir, bist du traurig, wenn deine Frau mir Kopf gibt. Mit Kippe hier hängst du am Solarium, fahr mit deiner Mami und ich bring sie um. Ich bin am Niesen, doch es ist kein Corona, keine Panikliger, wir sind nur auf Cola. Stuttgart, die wachen ohne Dingerblatt, bevor ich Autotune mach, schneid ich mir den Finger ab. Mit 3 Gramm Cola in der Tasche, werf ich auf dich Bullenfotze, eine Flasche. Du Bastard, halt vor, sei leise, Teledin vor. Der Kappe scheiße, ja. Yeah.
sie kann nicht loslassen. Aus einer Stampe kann man keine Frau machen. Blau, weiß, marschiert, seid alle leise. Hass auf weiß und rot, VfB die größte Scheiße. Oh ja, deine Frau ist echt scharf. Yeah, ah, ah. Jetzt geht's noch weiter. Yeah, yeah, yeah. Am 100 Zickzack, ich schmeiß mir ein Teil. Danach deine Fotzi, immer wieder Doggy Style. Ich bin hier, der letzte seinem Brot gibt. 20 Gramm for free, wenn meine Ex tot ist. Was laberst du von Deutschrap mit du? Du Fotze, geh mal putzen und laber mich nicht zu. Ja, yeah, ja, yeah. Ich sauf Stuttgarter Hofbräu. Komm zu mir, ich tick mit Friedmann Hofbräu. Ja. Du lass mir ins Gesicht, gleich ein besser Stich. Du lügst so fürchterlich, spuck dir ins Gesicht, ja. Ja, du sagst, du kennst deine Grenze. Warum bläst du bei den Typen die Schwänze? Du bist neu vergeben, alle können's verstehen. Meine Hände an deinem Hals, ich will dich nur tot sehen. Ich und stolz, so bin ich geboren. So viele deutsche Frauen haben ihre Ehre verloren. 187, und bleib ja das Hirn. Mit 14 Zeiten schwanger, wo soll das hinführen? 0711, guck, wie's hier zugeht, Mama. Ich will nur, dass es dir gut geht. Durch das Koks bin ich entstellt. Das Lächeln meiner Mutter, was mich am Leben hält. Dein Leben voller Lüge, du weißt es ganz genau. Es gibt niemals eine Freundschaft zwischen Mann und Frau. Große Liebe, das ist nicht machbar. Auf Insta, auf Ehre, doch heimlich die Kachbar. Yeah, scheiße Frau, die ihr begegnet. Schau in den Himmel, Flöte, es regnet. Bei den Freunden liebst du die Coole. Auch wenn sie alles hat, ja, sie bleibt deine Hure. Die Hure hat Lappenfleisch, sie will reden. Eine Kugel in dein Kopf, ich lösche aus dein Leben. Unsere Jugend, ha, ich könnte kotzen. Schau dir unsere Frauen an, du ehrenlose Fotzen. Ich zieh ne Nase, du hast so Schiss. Ich bin erst zufrieden, wenn meine Ex tot ist. Wurzel Schweine, wieder am Reden. 10 Stunden Arbeit, meine Mama muss überleben. Gibt es kein Co, verkaufe hier ganz schon. Hier weil ich meine Mutter, hier bald meinen Haus bauen. Wer will betteln, ja wer will hier stressen? Wir kommen hier am besten, ihr schmeckt Coca am besten. Voll auf Koks, die Bitch steckt mein Ei. Für immer 1 und 3, ja fick die Polizei, yo. Never clean, ich bringe rein für rein. Deine Hure ist so abgestürzt, so wie Kobe Bryant, oh. Du brauchst einen Fünfer, halt die Backen im Schmuck. Deine Hure schreibt den WhatsApp und die Hure gekockt, yeah. Autotune, scheiß, ich glaube, ich bin. Meine Antwort darauf lautet meine Faust. Geh zum Kind, ja, du fühlst dich wohl, aus Spuck, Ding, Ding. Ich fühle mich nur wohl, wenn ich mit Flöckenmann bin. Gang, gang. Auf geht's, auf geht's. Ich kann nicht. Oh Mann, das wären die geilsten Szenen überhaupt. Ich dreh durch, Junge.